Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne einen Ordner kaufen. Welche Farbe soll der denn haben? Weiß wäre schön. Wollen Sie eine Zwei- oder eine Vierringmechanik? Eine Zweiringmechanik brauche ich. Und der Buchrücken sollte nicht zu breit sein, da der noch in meine Tasche rein muss. Okay, sollen wir Ihnen den frisch zubereiten oder wollen Sie einen abgepackten? Ich hätte gerne einen frisch zubereiteten. Okay, das kann aber einen kleinen Moment dauern. Okay. Alles klar. Bitte schön. Bezahlen können Sie dann bei meinem Kollegen an der Kasse. Dankeschön. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Frisch zubereiten tun wir die Ordner hier natürlich auch. Nun machen wir hier ein paar mehr. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt direkt mal selber. Zu Beginn wird eine Folienrolle auf die Welle des Längsquerschneiders geschoben, um, wie der Name der Maschine es ja schon sagt, erst von den Längs- und dann von den querschneidenden Messern bearbeitet zu werden. Hier kommt die Folie dann fertig geschnitten heraus und ist so zur Weiterverarbeitung bereit. Buchdruckmaschine wird dann der Außenbezug mit der Pappe zusammengebracht und als erstes wird Malte stapelweise die gefertigte Pappe in die Maschine tun. Anschließend wird der Außenbezug eingelegt, um dann mit einem Heißleim auf die Pappe aufgetragen zu werden. Beim Außenbezug ist zu beachten, dass der 15 mm auf jeder Seite über die Pappe steht, um anschließend eine saubere Klebekante zu erzielen. Die halbfertigen Ringbuchdecken laufen in der Hand dieses Fließbands zur Kontrolle. Um nun nach der Kontrolle die Graupappe verschwinden zu lassen, wird ein 3 mm kleinerer Innenspiegel mit Kaltleim aufgetragen. Und ich zeige euch jetzt, wie hieraus ein ganzes Ringbuch wird. Als erstes wird die Pappe in die Maschine gelegt und dann zu dieser Notmaschine befördert. Als nächstes wird dann die Mechanik in das Ringbuch eingenietet. Hier kommt nun das fertige Ringbuch raus und wird in den Karton verpackt. Und nun ist er für den Versand bereit. Ich zeige euch jetzt den letzten Produktionsschritt, das Verpacken und Versenden. Hier im Versand wird der Karton mit den Ringbüchern kontrolliert, gewogen und die entsprechenden Versandpapiere werden gedruckt. Nun wird unser Karton in einen weiteren Umkarton gepackt und mit Polsterfolie ausgestopft, um ihm die nötige Stabilität für den Transport zu geben. Nun wird der Karton zugeklebt, sodass er versandfertig ist und wird von unserer Fahrerin abgeholt. Thank you.
Buchdeckel, hattest du gesagt, ne? Ringbuchdecken, okay. Die halbfertigen Ringbuchdecken kommen hier an dieser Stelle aus der Maschine raus und laufen hier zur Kontrolle. Das war's.